Im heutigen Video geht es um das Thema Backtesting. Was kannst du mit dem Backtesting erreichen? Ganz einfach. Du überprüfst deine Strategie auf Profitabilität, du schaust, ob die Strategie zu deiner Persönlichkeit passt und im Optimalfall kannst du Parameter ausschließen, um deine Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Dafür habe ich mal was vorbereitet und das Ganze schauen wir uns jetzt mal auf dem Bildschirm an. Am Anfang steht immer eine Annahme, das heißt eine Trading-Idee zum Beispiel. Wie kommt man zu dieser Annahme? Ganz einfach, man scrollt einfach mal durch den Chart, man liest sich was im Internet durch und dann kommt man meistens schon selber auf eine Idee, was so funktionieren könnte. Und wenn man dann so durch die Charts scrollt und dann immer wieder Sachen erkennt, die sich wiederholen und dann auch eine Idee hat, wie man das traden könnte, das ist dann so eine erste Trading-Idee und daraus sollte man dann eine Annahme formulieren. Das heißt, immer wenn sich ein Dreieck bildet auf dem Chart, dann bricht es nach oben aus. Mal angenommen, das wäre dann eine Annahme, die man überprüfen könnte. Und wenn man dann selber für sich denkt, okay, das könnte eine Strategie sein, die zu mir passt, dann wäre der nächste Schritt, das Ganze im Backtesting zu überprüfen. Ob diese Annahme auch so stimmt, wie man es gesehen hat, um da einfach verwertbare Zahlen zu bekommen. Das heißt, zweiter Schritt hier Backtesting. Auf diesen zweiten Schritt gehe ich heute in diesem Video auch ein und werde dir da kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Wenn man dann das Backtesting durchgeführt hat, genug verwertbare Daten hat und dann immer noch sagen kann, okay, meine Annahme, die funktioniert so, wie ich es gedacht habe. Das heißt, ich habe eine gewisse Gewinnerwartung. Dann wäre der nächste Schritt, das Ganze im Demokonto, das heißt im Forward-Testing, zu testen. Und in diesem Forward-Testing möchte ich natürlich ähnliche Ergebnisse sehen wie beim Backtesting. Wenn diese Ergebnisse abweichen, dann muss ich natürlich überprüfen, warum diese Ergebnisse abweichen. Das kann zum einen sein, dass man sich nicht an seine Regeln hält oder aber, dass diese Strategie doch irgendwie nicht funktioniert. Und dann kann man nochmal zurück ins Backtesting gehen, den Zeitraum vielleicht vergrößern, um sagen zu können, okay, ich hatte bis jetzt immer nur ein halbes Jahr getestet, jetzt gehe ich mal auf 2 Jahre und wenn man über 2 Jahre dann immer noch eine Gewinnwahrscheinlichkeit hat, dann ist das alles auch ein bisschen sicherer und dann geht man nochmal ins Forward-Testing, bis man dann auch im Forward-Testing mit seinen Ergebnissen zufrieden ist. Und ganz am Schluss, wenn wir dann mit diesen Forward-Testing-Ergebnissen zufrieden sind, kommt dann letztendlich erst das Live-Trading. Das ist auch das größte Problem, was unprofitable Trader haben. Es sind Leute, die gehen ins Internet, suchen nach einer Strategie, finden dann eine Strategie mit Einstiegs-, Ausstiegsregeln und denken sich, okay, wenn das so im Internet steht, dann passt das schon. Dann gehen die ins Live-Trading und verlieren viel Geld. Und dann fragt man sich, okay, warum ist das jetzt so? Im Internet stand doch 70% Erfolgswahrscheinlichkeit, damit mache ich 100% im Jahr. Ganz einfach. Wir haben diese Regeln nicht überprüft. Wir wissen nicht, wer diese Regeln aufgestellt hat und warum er diese aufgestellt hat. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal, diese Regeln zu überprüfen. Und das zweite große Problem ist ganz einfach, passt diese Strategie überhaupt zu mir? Passt diese Strategie zu meinem Trading-Stil? Vielleicht ist diese Strategie darauf ausgelegt, im 5-Minuten-Chart zu traden. Du hast aber vielleicht keine Zeit, im 5-Minuten-Chart zu traden, weil du noch berufstätig bist. Das heißt, für dich kommt dann eher der 4-Stunden-Chart oder der Tageschart in Betracht und vielleicht funktioniert die Strategie auf dem Tageschart oder im 4-Stunden-Chart nicht. Also man kann sich gerne Strategien anschauen, um eine Idee zu bekommen, um das vielleicht auch so ein bisschen zu adaptieren auf das eigene Verhalten, aber letztendlich die Arbeit muss jeder selber machen und das Backtesten. Vorteil am Backtesten ist auch, dass man diese nochmal optimieren kann.
Das heißt, wirklich zu sagen, ich möchte nur im 4-Stunden-Chart traden, wie ist die Erfolgswahrscheinlichkeit im 4-Stunden-Chart? Und erst dann kann man verlässlich sagen, die Strategie funktioniert oder die Strategie funktioniert nicht. Und auch erst dann kann man ins Live-Trading, nicht vorher. Und auch der Aspekt des Forward-Testings wird oft vernachlässigt. Weil gerade im Backtesting, man macht einfach Fehler. Und das Problem ist, dass man zum Beispiel schon sieht, in welche Richtung der Trade geht und dann sagt man, ah, okay, den hätte ich vielleicht doch nicht genommen. Oder man sieht, ah, okay, das ist ein Gewinner, ah, den hätte ich auf jeden Fall genommen. Da spielen einfach Emotionen mit rein. Und das ist immer schwierig dann im Backtesting auseinanderzuhalten. Deswegen macht man das Forward-Testing, um einfach nochmal in Echtzeit die ganze Strategie zu überprüfen und zu schauen, funktioniert das eigentlich in Echtzeit? Weil oft hat man zum Beispiel Indikatoren, auf die man schaut im Backtesting, die aber erst verspätet angezeigt werden. Das heißt, zum Einstieg des Trades waren die noch gar nicht da. Dann kann man natürlich nicht aufgrund dessen traden. Und von daher ist das Forward-Testing auch ganz, ganz wichtig. Und erst wenn man dann im Forward-Testing auch wirklich verwertbare Daten hat, geht man ins Live-Trading. Und das Ganze ist einfach ein großer Optimierungsprozess. Das heißt, von der Idee zur fertigen Strategie. Heute wollen wir aber mal aufs Backtesting eingehen. Ich werde dir nächste Woche auch noch ein Video hochladen zum Forward-Testing, damit man das einfach komplett hat und du das zusammensetzen kannst. Als allererstes mal, wie eben schon erwähnt, eine Annahme aufstellen. Und aus dieser Annahme müssen wir ganz, ganz klare Regeln definieren. Und diese Regel sieht wie folgt aus. Wenn X passiert, dann mache ich Y. Wenn X, dann Y. Ganz einfach. Und das kann dann alles sein. Ja, alles, was deine Strategie definiert. Und zum Beispiel könnte das sein, wenn sich ein Dreieck bildet, dann warte ich auf den Ausbruch und trade den Pullback. Das Ganze ist natürlich jetzt noch sehr allgemein. Von daher solltest du für jede Kleinigkeit eine Regel bilden. Das heißt, Einstieg, Ausstieg, wo ist der Stop-Loss? Wie muss das Dreieck aussehen? Wo muss das Dreieck sich befinden? Für all das muss eine Regel stehen, dass nachher im Backtesting keine Fragen aufkommen. Und der nächste Schritt sieht jetzt wie folgt aus. Wir legen Parameter fest, die wir überprüfen wollen. Das heißt, du hast jetzt erstmal eine Annahme getroffen. Aber das Problem ist ja, du bist vielleicht durch den Chart gegangen und hast gesehen, dass in 8 von 10 Fällen deine Annahme zutrifft. Du hast aber erstmal keine verwertbaren Daten. Und von daher kann es sein, dass diese Annahme einfach nicht stimmt. Und deswegen möchtest du mit dem Backtesting erstmal so viele Daten überprüfen, wie es geht, damit du nachher sagen kannst, okay, das war zwar meine Annahme, aber wenn ich diese Annahme minimal abändere über ein Parameter, funktioniert die Strategie besser oder schlechter? Und das kann man dann letztendlich in seine Strategie nachher mit einfließen lassen. Also, welche Parameter sollen überprüft werden? Was können Parameter sein? Das können Indikatoren sein, Zeitrahmen, Trade-Richtung, das heißt mit dem Trend, gegen den Trend oder besondere Muster. Und auch hier ganz klare Regeln definieren. Als Beispiel nehmen wir uns jetzt mal einen Indikator, und zwar den relative Stärke-Index. Und wir möchten einfach schauen, wenn wir in den Trade einsteigen, ob dieser überkauft oder überverkauft war. Und dann kann man nachher einfach sagen, immer wenn ich long eingestiegen bin und der RSI überverkauft war, hat das Ganze geklappt oder besser geklappt als ohne RSI. Es kann auch sein, dass dabei gar nichts rauskommt, aber du machst dir die Arbeit und nachher hast du die Daten einfach zusammen und kannst dann ganz einfach mit einem Klick alles ausschließen. Und von daher, wenn man da nachher nochmal nacharbeiten muss, ist es einfach viel mehr Aufwand. Es ist natürlich die Frage, was bedeutet überkauft und überverkauft? Und wenn man dann den einen Trader fragt, dann sagt er, ja, überkauft ist über 70. Der nächste sagt,
ja, überkauft ist über 80. Und von daher musst du für dich ganz klar definieren, was überkauft und was überverkauft ist. Eine ganz klare Formulierung wäre, der RSI ist überkauft, sobald er einen Wert größer 80 aufweist. Größer 80 würde dann bedeuten ab 80,1. Und dasselbe natürlich auch für überverkauft. Der RSI ist überverkauft, sobald er einen Wert unter 20 aufweist. Also bis 19,9. Was zusätzlich noch hinzukommt, ist, wie du deinen Indikator einstellst. Weil es kann passieren, dass du im Backtesting den RSI reinpackst und dann testest du und testest und dann am Ende sagst, okay, ist ein super Ausschlusskriterium und dann weißt du auf einmal nicht mehr, ja, wie war denn die Einstellung von dem RSI? Und wenn man dann zum Beispiel die Einstellung ändert, können schon wieder ganz andere Ergebnisse rauskommen. Auch das muss klar formuliert werden. Für den RSI verwende ich eine Periode von 7. Ganz klar, ganz einfach. Und dann kann man das überprüfen und kann nachher sagen, okay, der RSI mit einer Periode von 7 funktioniert nicht. Und auch für alle anderen Parameter, das heißt sowas wie Trade-Richtung, müssen klare Definitionen her. Was ist ein Trend für dich? Was möchtest du sehen oder was musst du sehen, damit das ein Trend für dich ist oder ein Counter-Trend? Das ist ganz wichtig, dass das alles klar definiert wird. Denn jeder Trade muss nach gleichen Regeln stattfinden. Nur so kannst du auch nachher sagen, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Wenn du da irgendwie abweichst, dann sind das keine verwertbaren Ergebnisse. So, nachdem du die Parameter festgelegt hast, geht es so langsam Richtung Backtesting. Was brauchen wir fürs Backtesting? Ein Backtesting-Sheet. Und da wirst du sehen, es gibt im Internet einige Anbieter, wo du die kaufen kannst. Mal bessere, mal schlechtere. Wenn du aber ein bisschen Ahnung von Excel hast, kannst du dir das auch selber bauen. Das hat allerdings klare Vor- und Nachteile. Vorteil natürlich, es ist günstiger. Nachteil, wenn du nicht gerade ein super Programmierer bist, dass viele Funktionen einfach fehlen. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, was so ein Backtesting-Sheet haben muss und was es haben kann. Und da sehen wir, was wichtig ist, ist sowas wie Datum, Uhrzeit, welches Währungspaar wurde getestet, wo lag der Einstieg, Ausstieg und der Stop-Loss in Zahlen oder Pips. Wie heißt deine Strategie? Das ist wichtig, gerade wenn du mehrere Strategien testest. Und natürlich deine individuellen Parameter, sowas wie Indikator und so, sowas muss auch mit rein. Was hier jetzt nicht mit drin steht, ob es natürlich ein Gewinner war oder kein Gewinner. Und dann kannst du zusätzlich noch sagen, wie viel du dabei gewonnen hast, das heißt in Pips zum Beispiel. Und was auch sehr wichtig ist, deswegen machst du das Ganze, ist natürlich die Auswertung. Und da unterscheiden sich dann die guten von den schlechten Sheets. Wenn du dich selber ransetzt, dann bekommst du ganz klar raus, wie viel Gewinner hatte ich, wie war mein durchschnittliches Risk-Reward und sowas. Da kommen wir gleich auch nochmal zu den Werten, die dabei rauskommen. Was du aber oft bei Sheets hast, für die du bezahlt hast, das sind wirklich komplexe Auswertungen. Das heißt, sowas wie Profit Factor, den kriegst du vielleicht auch noch hin in deinem eigenen Excel-Sheet, aber auch einfach Verlaufsdiagramme von den einzelnen Parametern. Das heißt, du kannst sagen, meine Strategie hatte so einen Verlauf und wenn ich da jetzt den RSI zupacke, war der Verlauf so. Oder wenn ich da Uhrzeiten ausschließe oder Wochentage, dann wird es auf einmal besser oder schlechter und du siehst es einfach direkt visuell. Und zusätzlich hast du dann oft Simulationen, das heißt, wenn du 100 Trades getestet hast, kannst du dir simulieren lassen, wie es nach 200 Trades oder 500 Trades aussieht, um da einfach zu sehen, wie sind da die Schwankungen in meiner Strategie. Und was du auch oft hast in diesen Premium-Sheets, habe ich sie hier mal genannt, ist das Money Management. Dass du bei diesen Sheets die Möglichkeit hast, zusätzlich zu den Backtesting-Daten deine Live-Daten einzutragen und dann einfach dein Money Management
darüber definieren kannst. Für einfaches Backtesting reicht es, wenn du dir da selber was baust, wenn du dir wirklich Arbeit vereinfachen willst und vor allen Dingen auch mal Parameter sehen möchtest, die du so nicht bekommst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dich für ein Premium-Sheet, also ein Trading-Journal, zu entscheiden. Danach, wenn du dieses Sheet hast, wo du alles eintragen kannst, kommen wir zum eigentlichen Backtesting. Und was brauchen wir für das Backtesting? Hochwertige Daten. Was heißt hochwertige Daten? Hochwertige Daten heißt für mich Daten mit wenig Fehler und vor allen Dingen, was ich auch wichtig finde, Daten von deinem Broker. Das heißt, wenn du jetzt schon weißt, bei welchem Broker du traden möchtest, hol dir die Daten da. Weil oft gibt es Schwankungen zwischen den Brokern und je nachdem, in welchem Zeitrahmen du tradest oder wie fein deine Strategie ist, können einige Pips Unterschied schon zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg entscheiden. Und von daher, frag bei deinem Broker nach historischen Daten und dann hast du eigentlich optimale Grundlage. Das nächste ist natürlich eine geeignete Software. Und geeignete Software heißt, dass es möglich ist, die Daten zu importieren, die du da dann von deinem Broker bekommst, dass die Software deine Indikatoren unterstützt und natürlich, dass die Handhabung einfach ist. Das heißt, gerade im Backtesting hast du keine Lust, dich mit irgendwelchen Sachen rumzuschlagen, weil irgendwie das nicht funktioniert oder das nicht funktioniert, sondern da möchtest du dich einfach darauf konzentrieren, dass du deine Backtesting-Zeiträume durchgehst. Was heißt das jetzt für die Praxis? Als allererstes mal definierst du ein Startdatum, wo du beginnen möchtest mit dem Backtesting. Das kann, je nachdem, welche Zeitrahmen du untersuchen möchtest, zwischen 3 Monaten oder mehreren Jahren sein. Und dann ist die Aufgabe, wirklich von diesem Startdatum durch den Chart zu scrollen. Ich würde dir empfehlen, wirklich mit der Tastatur Bar für Bar einfach weiter zu klicken. Das ist zwar viel Arbeit, aber das bringt dir einfach verlässlichere Ergebnisse. Warum? Weil du die Bar so siehst, wie sie entstanden wäre, ohne jetzt schon irgendein Ergebnis zu sehen. Und so kannst du dir einfach deine Trades einzeichnen. Wenn du zum Beispiel mit Strukturzonen arbeitest, kannst du dir die einzeichnen und sagen, wenn der Preis darunter geht, dann steige ich ein, zum Beispiel. Und dann tippst du einfach auf der Tastatur rum, die Bars bilden sich nach und nach und du kannst einfach verfolgen, wie der Markt sich entwickelt hat und wenn dann der Markt in deine Zone eintritt, gehst du deinen Trade ein und erst dann drückst du weiter und siehst, ob es ein Gewinner oder ein Verlierer wäre. Wenn du das zu schnell machst, dann siehst du sofort, okay, das ist ein Gewinner, das ist ein Verlierer, ah, da wäre ich jetzt doch nicht eingestiegen, weil... Und dann erfindet man einfach Gründe, warum man da nicht eingestiegen wäre, weil man einfach bessere Ergebnisse erzielen möchte. Und von daher würde ich dir wirklich empfehlen, das alles Bar für Bar zu machen. Und was noch hinzukommt, ist, dass eigentlich sowas wie Verlierer-Trades ganz gut sind fürs Backtesting, weil du darüber einfach nachher definieren kannst, wann du einsteigst und wann du draußen bleibst. Wenn alle Verlierer-Trades was gemeinsam haben, super toll, dann diese Gemeinsamkeit einfach ausschließen und dementsprechend eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit erreichen. Das nächste ist die Frage nach den Trades. Wie viele Trades sollte man testen? Empfehlung ist mindestens 100. Allerdings, wenn man einmal dabei ist, würde ich schon sagen, dass man da auch ruhig auf mehr gehen kann. Problem ist wie folgt, wenn ich 100 Trades habe und dann anfange auszuschließen und da noch auszuschließen und da noch auszuschließen, dann habe ich auf einmal nur noch 20 Trades und eine Strategie mit 100% Wahrscheinlichkeit und dann kann man einfach von diesen 20 Trades nicht so viel herleiten, weil man da eigentlich auch wieder seine 100 Trades bräuchte. Wenn du einmal dran bist, zieh durch, setz dir vorher ein Ziel und sag, ich möchte einen Zeitraum von einem Jahr backtesten und den ziehst du durch und wenn es am Ende 300 Trades sind, dann sind es 300 Trades. Und letzter Punkt ist zu 100% an die Regeln halten, ganz klar, die Regeln, die du vorher definiert hast und da auch nicht abweichen.
Weil sobald du abweichst, sind die Ergebnisse nicht mehr verwertbar. Zum Schluss kommt dann die Auswertung. Oft werden wir gefragt, auf welche Parameter es oder auf welche Werte es ankommt. Und da stechen bei mir zwei Werte auf jeden Fall heraus, die ganz wichtig sind, woran du erkennen kannst, ob deine Strategie gut oder schlecht ist. Und das ist zum einen die Gewinnwahrscheinlichkeit. Das heißt, prozentual, wie viele Gewinner hattest du, wie viele Verlierer. Und das errechnest du, indem du deine Gewinner-Trades zählst und das Ganze durch die Gesamtanzahl der Trades mal 100 rechnest. Und im Beispiel sind das jetzt hier 25 Gewinner-Trades und 50 Trades insgesamt. Das heißt, du rechnest 25 geteilt durch und dann in Klammern die Gesamtanzahl der Trades mal 100 und kommst dann auf 50. Das sind dann deine Prozent. 50% Gewinnwahrscheinlichkeit. Zweiter wichtiger Wert ist Reward-Risk-Ratio oder auch Risk-Reward-Ratio. Dazu habe ich nochmal ein eigenständiges Video gedreht. Das werde ich dir hier verlinken. Und das kannst du dir nachher einfach mal anschauen, um das nochmal besser zu verstehen. Reward-Risk-Ratio sagt einfach nur aus, wie viel deines Risikos du gewinnen würdest, wenn du dein Ziel triffst. Reward-Risk-Ratio von 1 zu 1 hieße, du gehst ein Risiko ein und würdest im Gewinnfall ein Risiko gewinnen. Wie das Risiko definiert ist, das hängt dann letztendlich an deinem Risikomanagement. Ob du jetzt da 10 Euro riskieren möchtest oder 20 Euro, das ist wieder eine andere Sache. Wichtig ist, dass wenn du dein, also du hast ja eine Regel für deine Ziele und wichtig ist, dass du da rausbekommst, wie das durchschnittliche Reward-Risk-Ratio ist. Also das heißt, wie viel Risiko kriegst du im Durchschnitt wieder? Oder würdest du wiederbekommen, wenn du deine Ziele triffst? Und wenn man das dann ausrechnet und sagen wir mal, du hast ein durchschnittliches Reward-Risk-Ratio von 2, hieße das, im Gewinnfall gewinnst du zweimal dein Risiko, im Verlustfall verlierst du einmal dein Risiko bei vollen Gewinnern und vollen Verlierern. Wenn man das dann noch mit der Gewinnwahrscheinlichkeit kombiniert, bekommt man heraus, wie gut deine Strategie ist. Wenn man zum Beispiel sagt, du hast eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% und ein durchschnittliches Reward-Risk-Ratio von 1 zu 1, hieße das, dass du am Ende auf Break-Even rauskämst. Du würdest in 50% der Fällen ein Risiko verlieren und in 50% der Fälle ein Risiko gewinnen. Natürlich kommen da noch Kommissionen drauf, deswegen ist das Ganze dann kein Break-Even, sondern du würdest da sogar Geld verlieren. Und wenn du weißt, deine Strategie hat 50% Gewinnwahrscheinlichkeit, weißt du auch schon, okay, ich muss auf jeden Fall über 1 zu 1 Reward-Risk-Ratio haben. Und sowas kann man dann zum Beispiel auch alternativ testen, indem man sagt, man testet seine eigentliche Annahme und dann alternativ noch verschiedene Ziele. Das heißt, Ziele, die dann das doppelte Reward-Risk-Ratio haben. Ja, dann wird die Gewinnwahrscheinlichkeit wahrscheinlich etwas runtergehen, aber dementsprechend dann dein Reward-Risk-Ratio hoch und dann einfach zu schauen, wie es am Ende aussieht. Wie optimiere ich jetzt meine Strategie? Wenn ich jetzt meine Daten habe, kann ich einfach schauen, wie hätte das funktioniert, wenn ich nur den 4-Stunden-Chart getradet hätte oder nur den Stunden-Chart zum Beispiel. Und hier ist ganz wichtig, dass du die Wichtigkeit der Parameter beachtest. Das heißt, du solltest nicht damit anfangen und Uhrzeiten oder so auszuschließen, sondern das allererste, was du machst, mal schauen, wie die Performance in den einzelnen Währungspaaren ist. Dann kannst du vielleicht schon sagen, in dem einen Währungspaar funktioniert es gar nicht, da bringt wahrscheinlich auch Ausschließen nichts mehr und in dem anderen funktioniert es super. Und dann kann man natürlich noch ausschließen. Und zweiter primärer Faktor wäre dann Zeitrahmen, das heißt, in welchem Timeframe, 4-Stunden-Chart, Tageschart möchtest du traden. Da kann man auch dann direkt sehen, okay, in den größeren funktioniert es tendenziell besser als in den kleinen und mit dem Trend oder Countertrend. Und dann kommen erst die ganzen sekundären Parameter, sowas wie die Indikatoren, Uhrzeiten und so weiter.
Das war ein kurzes Video zum Backtesting. Ich will dir unten in die Infobox auch noch einen interessanten Blogbeitrag verlinken, wo du das alles nochmal schriftlich hast und nochmal in Ruhe nachlesen kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du einmal hier auf dem Button machen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.